So, jetzt können wir also hier durchstarten. Ich freue mich auf jeden Fall auf diesen Social Media Master Call und dass heute wieder mehr Leute mit dabei sind. Ja, es ist wahrscheinlich wieder Promotion auf dem Team Call gewesen. Du solltest dabei sein und so weiter. Und ich kann dir wirklich ans Herz legen. Ja, wir sind alle Menschen. Ich war gestern auch nicht da. Ja, trotzdem habe ich gestern meine To-Dos gemacht. Versuch dir einzurichten, dass du regelmäßig dabei bist, weil. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin nicht so ein Recording-Anschauer. Ich brauche diese Energy aus dem Call. Ich brauche die Menschen im Call live. Dieses Recording, das ist immer so ein bisschen so, da kann man so viel nebenher machen. Ja, und das lenkt mich immer total ab. Deswegen, ich bin ein Typ, der das gerne live, ja, nutzt. Und deswegen freue ich mich auf jeden Fall, dass du heute hier wieder bist. Ja, und ich habe zum Anfang eine Frage an dich. Was glaubst du, was ist das Allerwichtigste bei Social Media, um dir ein Team aufzubauen? Was ist das Allerwichtigste auf Social Media? Jetzt muss ich mir hier erstmal den Chat einrichten. Vertrauen schaffen. Okay. Was sagt ihr noch? Leadership. Authentisch sein. Consistency. Ich selbst sein. Ehrlichkeit. Ein gutes Insta-Profil. Realität, Inspiration, Consistency und Authentizität. Ah, das ist ein dummes Wort auf Englisch, ey. Authentizität, offen sein, Vertrauen, Präsenz, Energy, Reichweite, Follower, Sympathie. Okay, also erstmal mega cool, wie viele hier reinschreiben. Meiner Meinung nach sehr, sehr, sehr wichtig. Kontinuität. Consistency wurde zweimal reingeschrieben. Warum Kontinuität? Wird eine Person mir vertraut oder wann vertraut mir eine Person? Hier stand vorhin drin zum Beispiel Vertrauen. Eine Person vertraut mir nur, wenn sie mich regelmäßig sieht und das Gefühl hat, dass sie mich kennt. Wenn ich einmal im Monat eine Story habe, ja, wenn ich einmal im Monat eine Story habe, dann wird dieses Gefühl nicht so sehr entstehen. Mehrwert teilen. Wenn ich einmal im Monat Mehrwert habe, den ich anderen Menschen biete, dann gibt es so viele andere Coaches da draußen, die irgendwelche tollen Stories haben und sonst irgendwas. Und das ist das, was wir verstehen dürfen. Consistency ist hier wirklich key. Und ich merke das vor allem gerade. Und wichtig ist, Ergebnisse kommen ja meistens erst, wenn man ein bisschen Zeit versetzt. Warum? Weil wir müssen ja regelmäßig unsere Posts anschauen. Was funktioniert gut? Was funktioniert sehr gut? Welche Posts bekommen besonders viel Reichweite? Und dann kann man ja erst aufsetzen, was man kontinuierlich posten möchte, welchen Mehrwert man regelmäßig teilen möchte. Und das ist wirklich so, so extrem wichtig hier. Ich wollte gerade diese englischen und deutschen Worte, ne, einfach Konstanz. Konstanz reinzubringen. Kontinuität. Weil ich vergleiche auch Social Media wie dieses Schneeballbeispiel. Vielleicht kennt ihr das. Ja, ja denke ich. Also ist halt wirklich so, ich finde Consistency und Konstanz, das ist, man wird gerne konsistent sagen in Deutsch und dann denkt man wieder so, nee, halt, das ist gar nicht das Wort. Ja, aber kommen wir zurück. Ich vergleiche das ganz gerne mit diesem Schneeballprinzip. Nicht ein Schneeballsystem, sondern ich weiß nicht, ob du dieses Beispiel kennst mit diesem Berg, ja, wo eine Person unten einen kleinen Schneeball hat und diesen Schneeball diesen Berg hochschiebt. Der Schneeball wird größer und größer und größer, umso weiter man diesen Berg hochschiebt. Wenn man jetzt nachlässt, und jetzt mache ich mal wieder eine Social Media Pause und jetzt mache ich mal wieder das und jetzt mache ich mir mal wieder das. Dann kommt der Schneeball wieder zurück. Wir gehen den halben Berg wieder runter. Was passiert, wenn wir den Schneeball wieder zurückrollen lassen? Der wird noch größer, bedeutet, das Ding wieder anzuschieben, wird schwieriger. Man braucht noch mehr Aufwand. Warum bringe ich dir dieses Beispiel? Zug ist genau, ja, genau. Das Thema ist, wenn
Ich jetzt kontinuierlich zum Beispiel, eine Person hat mich auf dem Schirm und ich gebe den Mehrwert, den eine Person aktuell braucht. Und sie findet mich authentisch. Ja, die Person denkt, okay, das ist die Person, mit der ich den Weg gehen würde. Und auf einmal bin ich weg. Eine Woche, 2 Wochen, manchmal ist es sogar nur ein Tag, dass Leute sich umentscheiden. Dann weiß die Person ganz genau, was sie möchte. Ja, sie weiß, welchen Mentor sie möchte, sie weiß, was die Person braucht und so weiter. Und geht dann vielleicht auf die Suche nach anderen Leuten, weil sind wir mal ehrlich, Social Media ist voll von irgendwelchen Coaches und Mentoren und sonst irgendwas. Du musst hervorstechen. Wenn du also eine Pause machst, dann suchen die Leute, die jetzt genau dieses Gefühl zu dir aufgebaut haben und gesagt haben, hey, du wärst die Person, die gehen dann zu jemand anders. Das heißt, du musst neue Leute, die dir neu folgen, erstmal wieder an den Punkt bringen, dass sie sagen, mit dir würde ich den Weg gehen. Deswegen braucht es noch viel länger. Und das ist wirklich etwas, was ich dir heute mitgeben möchte, weil diese Kontinuität, die ist dieser Schlüssel. Und ebenso dieses Umsetzen. Ich habe das Gefühl, dass alle, oder ich frage mal wirklich ehrlich, das ist nicht um irgendwie. Man muss ja erstmal reinkommen. Wer von euch hat Schwierigkeiten mit der Kontinuität? Weil wir haben ja gesagt, jeden Tag 3 Stories und einen Post. Wer von euch hat Schwierigkeiten? Schreibt mir eine 1 in den Chat. Okay, ein paar trauen sich zumindest das zu schreiben. Na? Aber schaut mal, ihr habt Schwierigkeiten. Das ist auch vollkommen in Ordnung, dort reinzukommen. Das ist wie im Fitnessstudio anzufangen zu trainieren. Das ist am Anfang eine Herausforderung, erstmal eine Kontinuität aufzubauen und einen Rhythmus aufzubauen. Deswegen darf man es über einen gewissen Zeitraum machen, weil dann kann man gar nicht mehr ohne. Und ich merke zum Beispiel bei mir, es fällt mir jeden Tag einfacher. Gestern, Leute, 3 Stories und ein Post pro Tag, genau. Gestern, es war ein Tag, da hatte ich keine Energy. Ja, und dann musstest du noch nach Hause fahren. Und ich dachte so, okay. Na, und dann habe ich mir überlegt, dann habe ich ja eine Story, einen Reel gemacht, wo ich halt selber nicht drin gesprochen habe, wo ich nichts viel vorbereiten musste, sondern so eher einen Mindset-Part. Ja, es hat auch seine 10.000 Views. Reel ist ein Post. Reel zählt als Post. Ja, auf jeden Fall. Klar. Ja. Und das ist so das Ding, wo ich merke, ich bin langsam in so einer Kontinuität drin, mir fällt es immer einfacher, das kontinuierlich zu halten. Und das ist etwas, was du wirklich verstehen darfst. Am Anfang, so wie Lea hier reinschreibt, ist es vielleicht ein Ach und Krach. Ja, so, aber es wird einfacher. Es wird immer einfacher. Und deswegen möchte ich dir wirklich mitgeben. Sei nicht die Person, die dann sagt, ja gut, ich mach's morgen. Dann mache ich halt morgen 2 Posts. Nein, das ist keine Kontinuität. Du warst an diesem Tag. Stell dir vor, heute ist der Tag, an dem dein Prospect zu Hause an seinem Handy ist und denkt, heute wäre der Tag, an dem ich eine Entscheidung treffe. Und gerade heute postest du nicht und hast keine Story drin. Das tut weh. Deswegen sei die Person, die wirklich diese Kontinuität reinbringt. Ja, geil, mit 18 Uhr sogar an den Rastplatz zu fahren, um zu posten. Crazy. Aber das ist genau das Thema. Ja, und ich möchte dir wirklich mitgeben, setz die Dinge um. Diese Aufgaben. Ich habe vorgestern die Aufgabe gegeben, das war vor 3 Tagen, ein Reel zu machen, in dem man die Stimme mithört, in dem man mitspricht. Wie viele Leute haben dieses Reel gemacht? Da waren trotzdem 40, 50 Leute mit drauf. Ah, okay. Ich würde jetzt mal sagen, Junior hat zweimal hier reingeschrieben. Sag's mal 5 bis 10 Leute. 5 bis 10 Leute. Und ich habe wirklich drauf gewartet. Markiert mich in diesen Reels. Ja, ich habe so gedacht, oh, am nächsten Tag, ich habe so mein Instagram voll von coolen Instagram-Reels, wo ich markiert bin. Und ich dachte so, naja, so viele sind es jetzt nicht. Was hält dich dabei zurück? Weißt du, es soll nicht blöd klingen, aber wir gehen jetzt nochmal
das an, was ich am Anfang angesprochen habe. Das Angestellten-Dasein. Wer von euch ist angestellt? Schreibt mal eine 2 in den Chat. Normalerweise sollten das fast alle sein. Außer man ist selbstständig. Okay. Die meisten sind angestellt. Was passiert, wenn du die Dinge nicht tust, die dein Chef dir sagt? Was passiert, wenn du die Aufgaben vom Chef nicht erledigst? Kündigung, ich weiß nicht, ob es direkt beim ersten. Also, ich glaube, wenn man eine Aufgabe nicht erledigt, wird man nicht gleich gekündigt. Also, ob man eine Abmahnung bekommt, kommt natürlich auf die Sache an. Ja, aber sagen wir mal, du erledigst die Dinge nicht. Erstmal gibt es richtig Ärger. Und dann wird vielleicht damit gedroht, beim nächsten Mal, wenn du die Aufgabe nicht erledigst, gibt es eine Abmahnung. Aber ich glaube, beim ersten, also so ist, glaube ich, kein Chef, dass er direkt hier Abmahnung, du hast was nicht erledigt. Ja. Aber beim ersten Mal ist es noch so ein bisschen so eine gelbe Karte. So, pass auf, wenn du das nochmal machst, dann wird es hart. Und vielleicht kennt ihr das auch von dem Instagram-Algorithmus. Wenn man einmal geblockt wurde, oder einmal Kacke gebaut hat. Ich glaube, das Lied kann Niklas ganz laut singen. Wenn man einmal irgendwie was hatte, dann ist es extrem schwierig von dieser. Also man ist dann unter einer besonderen Beobachtung von Instagram und es ist extrem schwierig, da wieder rauszukommen. Ich weiß noch bei mir damals. Mein Chef hat mich am Anfang einmal ermahnt, als er mich am Smartphone erwischt hat. Er hat gesagt, Simon, du, das sehe ich nicht gern. Ich beim ersten Mal, okay. Dann hatte er mich tatsächlich nochmal. Wisst ihr, der hat ein besonderes Auge dann auf mich gehabt. Ein ganz besonderes Auge. Der hat immer geguckt, ob ich ja mein Smartphone und nicht in der Hand. Die anderen hatten alle ihr Smartphone in der Hand, aber das hat er gar nicht gesehen, weil da hat er nicht so hingeschaut. Und so ist es als Angestellter. Ja, das heißt, dann bist du einmal in diesem Negativen, du wirst noch mehr beobachtet und dann gibt es eine Abmahnung. Und hier hast du die Möglichkeit, selbstständig zu sein. Hier hast du die Möglichkeit, oder ich frage mal, wer glaubt, dass er mit diesem Business durch Social Media Aufbau mehr Geld verdienen kann als in seinem Job? Schreib mal nur einmal eine 9 in den Chat. Nur einmal. Ja, das ist kein. Also die kommen hier schnell rein, die 9er. Jeder ist davon überzeugt, dass er mehr Geld verdienen kann. Nur das Thema ist, du bist vielleicht hier und sagst, naja, ich bin ja selbstständig, ich kann, von mir verlangt es ja keiner. Kann ja keiner verlangen. Das stimmt. Ich kann nicht sagen, du musst das jetzt tun, sonst kriegst du eine Abmahnung. Weißt du aber was? Hier arbeitest du ja gar nicht für mich. Hier machst du nicht mir die Tasche voll, du kannst dir selber die Tasche voll machen. Und da lässt du es dir durchgehen. Wenn dein Chef mit dir redet, dann zitterst du so und denkst, oh Gott, ich habe Scheiße gebaut. Du bist dein eigener Chef und denkst, ach ja, easy. Ich habe manchmal das Gefühl, hier geht jeder mit diesem Business um, als ob es so, ne? Du bist aus, also wer von euch ist mehr als 3 Jahre dabei? Genau. Alex, Silvio auf jeden Fall. Janina knapp 3 Jahre. Also es sind nicht viele, die 3 Jahre dabei sind. Nicht viele. Wie lange geht eine, ja, Marco auch. Wie lange geht eine Ausbildung? 3 Jahre. Meistens. Bei mir ging es 3,5. So. Das heißt, eine Ausbildung geht 3 Jahre. Stell dir mal vor, du fängst bei einem Unternehmen an. Als Auszubildender oder Auszubildende. Dein Chef sagt dir, Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Ich hätte gerne einen Kaffee. Mach's aber, wenn es dir passt. Man macht so den Kaffee gar nicht. Wahrscheinlich. Und so habe ich das Gefühl, dass die Leute hiermit umgehen, weil sie denken, ja, der Chef kann ja, oder hier die Mentoren können ja nur sagen, mach's, aber es ist halt nicht dieser, ich muss es ja nicht unbedingt. Ich kann dir mitgeben, die ersten 3 Jahre, mach die Dinge, die dir gesagt werden,
Genauso wie bei einer Ausbildung. Danach kannst du frei entscheiden, was du machst. Aber glaub mir, wenn du drei, weißt du, die Mentoren sagen die Dinge ja nicht, um dir zu schädigen oder um dir weh zu tun oder um irgendwas Blödes zu sagen. Letztendlich sagen wir die Dinge ja, damit wir dir helfen. Also ich würde jetzt keinem irgendwie was sagen, damit sein Business kleiner wird. Wir helfen ja, damit das Business größer wird. Und deswegen fangt an, das wirklich zu nutzen, die Dinge umzusetzen. Und deswegen habe ich mir eine Aufgabe für heute überlegt. Das hatte nämlich tatsächlich ich schon als der Aufgabe. Und wir haben ja gerade mehrfach eine Zahl ausgeschrieben und es war die 3. Auf Social Media kommt die Zahl 3 sehr, sehr gut an. Ja, es geht aber nicht, wie Valentina das gestern hatte, 3 Ziele oder ähnliches. Du darfst ein Reel machen. So, alle so, oh, Scheiße. Aber du bist ja angestellt, du setzt ja um, egal ob es dir Spaß macht oder nicht. Weil du setzt ja um. So, du darfst ein Reel machen, indem du irgendwas mit der Zahl 3 machst. 3 Tipps für mehr Erfolg, 3 Dinge, die im Network Marketing toll sind, 3 Dinge, warum das Ganze hier ein Schneeballsystem ist. Geil, und dann sprichst du einfach von, ne? Vollkommen egal, sei kreativ. 3 Dinge, 3 Tipps, 3 auch hier als Beispiel, ja. Können auch Tipps fürs Gym sein. Vollkommen, muss nichts mit dem Business zu tun haben. Einfach nur, ne? Ganz, ganz wichtig. So, als Beispiel, wir sind hier wieder bei, wieso sind das da so doof jetzt immer am Anfang? So, wir sind ja hier bei ChatGPT. Ich hoffe, das geht. So. Guck mal. Nur, dass ihr das auch mal seht. Ja, schön. So, als Beispiel. Ideen für 3 Tipps auf Instagram. Egal, was man da eingibt. Ja, da kann man ja wirklich Sachen eingeben. Ach so, ja gut, das war vielleicht ein bisschen blöd formuliert. Ja, aber hier könnt ihr auch wirklich 3 Tipps für 3 Tipps für mehr Erfolg im Leben. So, gucken wir mal, was da kommt. Braucht kurz. Ah, okay, will nicht. Ja, also ihr wisst auf jeden Fall, wie es geht. Es gibt auf jeden Fall verschiedene Möglichkeiten, sich hier was zu machen. Ja, und jetzt kommt das Schöne an der ganzen Sache. Diese 3 Tipps, 3 Dinge oder sonst irgendwas, die sprichst du. Ja, die sprichst du. Das ist nicht irgendwie was, wo du holst oder vorlesen lässt. Die sprichst du. Und für alle, die das nicht kennen, bei mir ist das auch irgendwo. Hier bei mir, bei meinen Instagram Reels, wenn ihr da ein bisschen runter geht, ist hier, ne, zeige ich einmal die 3 Finger. Ich durfte diese DER-Aufgabe auch schon erledigen. Ja? Was darf nicht die KI verraten? Genau. Achso, ja. Ich habe das schon gemacht, ihr könnt es euch gerne anschauen. Jetzt nämlich das Spannende an der ganzen Sache, wie es extrem gut und professionell wirkt. Erstens würde ich euch empfehlen, Untertitel anzumachen. Bei Instagram Reels macht es das automatisch. Wenn es auf TikTok herstellt, könnt ihr einfach auf Untertitel klicken. Was ich gemacht habe, entweder, ja, ihr schneidet, also nutzt verschiedene Videos oder ihr macht es direkt da drin und dann einfach weiterfilmen. Und zwar mit verschiedenen Hintergründen oder Ausgangslagen. Als Beispiel, einmal zentral, 3 Tipps für bla bla bla. Solltest du auch irgendwie mit 3 Fingern anfangen, ja, je nachdem, wer welche da benutzt. 3 Tipps für mehr Erfolg im Leben, als Beispiel, zentral. Dann arbeite ich zum Beispiel einmal bin am Laptop und habe die Kamera hier so von der Seite, ja. Punkt Nummer 1, bla 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 bla. Punkt Nummer 2 mache ich vielleicht draußen. Punkt Nummer 3 mache ich dort. Das Coole ist, wenn man das anschaut,
Bei Filmen nimmt man das häufig schon gar nicht mehr wahr und das ist verrückt. Aber man hat immer diese Sprünge und wenn ihr das mal anguckt, ja, ich habe es am Anfang von vorne, bei jedem Punkt, immer mit einem anderen Hintergrund, ne? Da habe ich jetzt sogar noch einen Übergang reingebracht. Brauchen wir aber gar keinen Übergang. Habe ich danach dann gelernt. Sieht viel cooler aus. Das macht das Ganze dynamisch. Dynamisch heißt, mehr Leute schauen sich das Ganze an. Du kannst einen Mindset-Part machen, du kannst was übers Gym. Vollkommen egal was. Das ist deine Aufgabe, die du bis morgen machen darfst. Drei, was auch immer. Guck dir andere Sachen an. Gib in Google was ein, gib bei ChatGPT was ein. Irgendwie, also bis morgen um 22 Uhr sollte das Reel fertig sein. Wer ist dabei? Wer setzt um? Eigentlich möchte ich jetzt 67 mal eine 1 sehen. Kein Spam, sondern wirklich nur einmal. Okay. Bitte markiere mich in deinem Reel. Dann sehe ich, also weißt du, das Thema ist ja, dann sehen ja deine Mentoren, also wenn du mich markierst, sehe ich ja, dass du umsetzt. Wenn ich Menschen sehe, die umsetzen, bei denen, ja, ich weiß ja zum Beispiel, Jana hat richtig Schwierigkeiten gehabt am Anfang zu prospekten und so weiter und er war auch auf den Calls, aber noch nicht so richtig dabei. Seitdem sehe ich nur noch Reels. Ne, überall ist er mit dabei, er war live, überall. Und ich denke so, ja, sind Menschen, die umsetzen. Und hier in diesem Business suchen deine Mentoren nach Menschen, die umsetzen. Nicht nach denen, die hier auf den Calls sind und konsumieren, sondern nach denen, die das wirklich dann nach außen tragen. Und deswegen, ja, sei du die Person, die von deinen Mentoren gefunden wird, weil du umsetzt. Weil du sogar vielleicht noch mehr tust oder weil du dir besonders Mühe gibst oder weil du es besonders cool machst oder irgendwas. Es gibt so kreative Menschen. So kreative Menschen. Schaut euch doch andere Reels an von kreativen Menschen und werdet dadurch selber kreativ. Ja, aber von dem her, ich habe viele Einsen gesehen. Ich würde am liebsten, also vielleicht mag irgendjemand mal ein Video davon machen, dann haben wir alle Namen hier festgehalten. Das war ein Commitment. Ja, aber setzt es um. Weil letztendlich hier auf diesen Calls zu sitzen und zuzuhören, ist cool, dass du weißt, wie es geht. Aber sind wir mal ehrlich, wir wissen beim Trading, wie es geht, aber nur ein Bruchteil wird erfolgreich. Beim Network wissen wir auch, wie es geht und nur ein Bruchteil wird erfolgreich. Bei Social Media wissen wir, was wir tun müssen und nur ein Bruchteil wird erfolgreich. Warum? Genau deswegen. Genau deswegen. Deswegen kannst du heute eine Entscheidung treffen. Und morgen haben wir ein tolles Reel von dir. Und vielleicht ist das Reel sogar was Leute morgen anspricht am Rank Day und direkt sagen, let's go. Johnny hat ein Video. Leute, ich hab euch im Sack. Ja. Aber setz das Commitment wirklich für dich. Das hilft dir weiter. Das hilft nicht mir weiter. Es hilft dir weiter. Weil das würde mich mal interessieren. Wir sind jetzt seit 2 Wochen dabei. Wer von euch wurde von Warmkontakten schon angesprochen, ob sie gehackt wurden oder ob irgendwas schief ist oder sonst irgendwas? Vielleicht aber auch positiv, du, was machst du für ein Business? Schon einige. Ja, du nervst, auch geil, habe ich damals auch immer bekommen. Ja. Wenn ich jetzt an Tammy denke, ich weiß gar nicht, ob Tammy hier auf dem Call ist. Nur durch Tammys Regelmäßigkeit hat Tammy jetzt fünf Interessentengruppen aufgemacht. Fünf. Crazy. Und wir fangen erst an. Das ist das, was ihr verstehen dürft. Ja, deswegen, Aufgabe für morgen ist auf jeden Fall klar. Ihr werdet Spaß haben. Auch hier wieder, wenn ihr Hilfe braucht, meldet euch. Meldet euch, meldet euch. Na, und sonst mit dem Zusammenschneiden und so, auch da meldet euch, aber seid trotzdem Personen, die umsetzen. Also, ich habe mich selber in TikTok reingewurschtelt. Ich weiß noch am Anfang die Annika kurz mal gefragt, so, hey, wo finde ich denn den Knopf? Aber ich habe mich ein bisschen selber reingewurschtelt, ja.
genauso bei Instagram, genauso bei allem anderen. Und dann kann man ja immer besser werden. Ja, ich habe Stories von mir gemacht, dachte so, ey, die sehen eigentlich ganz cool aus. Dann siehst du Stories von, keine Ahnung, einer Janina oder so, denkst so, oh fuck, das sieht cool aus. Auch heute habe ich wieder was gesehen, den Hack, das muss ich euch kurz zeigen, das war ja so geil. Ich muss euch das echt kurz zeigen, kleinen Moment. Das fand ich Hammer. So, Vertrauen, ich muss euch das, das war echt cool. So, oh Gott, da muss das irgendwas installieren. Okay, dann kann ich es euch so nicht zeigen. Aber ich nehme jetzt nur ein Beispiel. Für eine coole Story könnt ihr hier als Beispiel ein. Habe ich jetzt irgendwo ein Bild von einem Menschen? So, keine Ahnung. Ich nehme jetzt das Bild, nur ganz normal das Bild von mir, ja? Da könnt ihr als Beispiel einen Rahmen machen. Einen Rahmen, in dem ihr schreibt. So, ne, kann man hier einfach ein Komma, das ganz groß ziehen. Das klappt super. So, das ist hier unten dann sozusagen. Dann macht man so zwei Striche hoch. Ja, das sah dann sozusagen aus wie ein Bilderrahmen. Ja. Ah, der ist schon in der. So, das sah dann aus wie ein Bilderrahmen. Und dann, richtig cool, das wusste ich noch gar nicht. Das mit dem Zeichnen kennt ihr ja hoffentlich. Ja, da geht man hier oben auf den dritten und dann kann man jetzt dieses Bild mit einer Farbe, wenn der mal lang drauf bleibt, ist jetzt ein graues Bild. Jetzt kann ich hier oben auf den Radiergummi gehen und jetzt kann ich nur das radieren, was ich hier möchte. Und dann habe ich jetzt zum Beispiel nur mein Gesicht in bunt. Ich fand das so cool, als ich das vorhin gesehen habe, weil es war dann ein Bilderrahmen, um das Bild, das du sozusagen hast. Der Hintergrund ist grau und dann konntest du alles, was im Bilderrahmen ist, bunt machen. Ich dachte so, ey, wie cool sieht denn das aus? Eine Inspiration, um meine Stories in Zukunft kreativer zu machen. Ich sehe das bei anderen und versuche es dann selber umzusetzen. Und genauso kannst du es machen. Ja, morgen machst du vielleicht eine Story, wo du denkst, naja, so zufrieden bin ich jetzt auch noch nicht. Dann guckst du es umso häufiger bei anderen an und denkst dann, oh ja. Mache ich. Und das ist letztendlich das, was uns nach vorne bringt. So, jetzt wollen wir aber natürlich trotzdem Dinge umsetzen, damit wir auch To-Dos erledigt haben. Und da ja morgen Rank Day ist, brauchen wir ja ein paar Kontakte. Deswegen bekommst du jetzt 5 Minuten Zeit, um in eine Facebook-Gruppe einen Post zu machen und eine Frage zu stellen. Kannst auch, oh, willst du da kurz gucken? Du kannst auch in 2 Gruppen oder in 3 Gruppen, normalerweise, wenn du aber eine This or That-Frage stellst, brauchst du nicht viel mehr. Von dem her, du hast jetzt 5 Minuten Zeit, für die, die es nicht wissen. Du gehst in eine Facebook-Gruppe. Wenn du nicht in einer Facebook-Gruppe bist, trittst du einer Facebook-Gruppe bei und stellst dort eine Frage, die im besten Fall viele Leute beantworten. Morgen kontaktieren wir dann die ganzen Leute. Das erkläre ich morgen nochmal. Jetzt, ja, kurz kreativ werden, eine Frage stellen, vielleicht in 1, 2 oder 3 Gruppen. Ja, ich mache kurz die Musik an bis 22:40 Uhr. Und dann würde ich sagen, let's go. Nicht mehr sehen, ich werde gleich eindrehen,
und auf der Brücke stehen und in den Himmel sehen, wie die Sonne untergeht, wie Wind die Wolken weht und wie es weitergeht. When it's burning low. I know you're better with someone else. Someone else who can hold you, loves you more than you love yourself. Someone's not gonna hurt you. We fell in love drunk as hell. From saying how have you been to getting stuck in your bed. Everything happened so fast. I wasn't ready for this. 0 to 100 and crashed. I never said I was the type to try to. Cause I know that you've been lied to. Now I just lie to myself. One night and I'll be right back. One night in a king size bed. Take back all the words I said. I shouldn't be here. I know you're better with someone else. Someone else who can hold you, hold you. Loves you more than you love yourself. The someone's not gonna hurt you, hurt you. I know you're hoping to find someone who can give you all the love that you need. To swallow the truth, I think I'm holding you back. I just can't do that to you. Feels like we ran out of gas. Oh, what a ride it has been. You can't keep loving for two. I know it's not too late to turn around, turn around. Let it go before the sun is down, sun is down. Tell me, how do you feel? One night and I'll be right back. One night in a king size bed. Take back all the words I said. I shouldn't be here. I know you're better with someone else. Someone else who can hold you, hold you. Loves you more than you love yourself. The someone's not gonna hurt you, hurt you. I know you're hoping to find someone who can give you all the love that you need. I know you're better with someone else. Cause there's someone in. So, Friends, ihr hattet 5 Minuten Zeit. Schreibt mal einmal in den Chat, damit vielleicht andere Leute Inspiration bekommen. Das finde ich immer wichtig. Ja, weil dann wird es ein bisschen einfacher. Einmal in den Chat. In welche Gruppe hast du welche Frage geschrieben? Ja, weil dann ist vielleicht so, ah, da kann ich ja, oh, ah. Ja, dann kann man vielleicht in Ähnliches an. Ich habe gerade auch die Idee gehabt, ich schreibe in eine Netflix-Gruppe rein, welche Serie muss ich schauen und warum. Und dann hat es mir gezeigt, dass Valentina dort vor 2 oder 3 Tagen genau die Frage reingestellt hat. Ich sehe, Valentina war aktiv. Vanlife, im Van duschen. Okay. Komm, wir sind 60 Leute hier. Veranstaltungsgruppe, wann gehst du lieber zu Events, am Wochenende oder in der Woche? Oh, das ist auch gut. ADHS-Gruppe für Erwachsene, lieber Homeoffice oder ins Rutschhunde oder mit Kopfhörern im Büro. VW-Golf-Gruppe, Diesel-Benziner, okay, oder Hybrid.
Eine Fotogruppe, mit welcher Kameramarke fotografiert wird? Bücherwürmer, Mama-Gruppe, Schnuller oder kein Schnuller? Hund oder Mensch, Gassi gehen zu festen Zeiten. Hundeerziehung leicht gemacht. Mein Hund schläft so viel, muss ich mir sorgen, Mann. Neu in Leipzig, Mann. Was muss man in Leipzig gesehen haben? Ortsgruppe. Footballgruppe. Drehen die 49ers das Spiel. Alter, so einfach. Marco, das ist eine Babo-Frage, weil da reden gerade eh nur alle. Kommt Brock Purdy überhaupt, wird er wieder gesund? Regenbogenfamilie, Adoption oder künstliche Befruchtung? Passives Einkommengruppe, was habt ihr heute Produktives gemacht, das euch weiterbringt? Zahnarzt, Lehrerinnengruppe, wie lange macht ihr den Job und seid ihr zufrieden? Ganz wichtig, ihr Lieben, immer schauen, dass die Fragen einfach sind. Ja, dass die Leute es einfach beantworten können. Vielleicht auch was, wo ich jetzt noch war. Ich war nicht nur in der Netflix-Gruppe, sondern vielleicht kennt ihr Audible. Aber Audible sind Hörbücher. Ich habe die Frage gestellt, welches Hörbuch? Weil es gibt auch viele Mindset- und Ding-Hörbücher. Na, dann kommt man immer Mindset. Ah, okay, ich kann in eine Mindset-Gruppe gehen und zum Beispiel fragen, was ist der beste Mindset-Spruch, der dir spontan einfällt? Daraus kannst du Mentorships machen, indem Leute einfach nur, ne, denk auch an Mehrwert für dich. Das muss nicht mal was sein, dass du die Leute nachher pitchst, sondern hey, ich habe so viele Sprüche. Aus einem Spruch kann man einen Mindset-Call machen. Das habe ich schon öfter mal gehabt, ja. Deswegen. Yes, perfekt. Perfekt, sehr gut. Ja, wirklich Themen, die euch beschäftigen, die ihr mitnutzen könnt. Dann sind wir soweit damit fertig. Dann gehen wir jetzt über auf Instagram. Ah, halt. Wir gehen noch auf die Fanseiten in Facebook. Das machen wir noch auch 5 Minuten. Wir haben uns ja, hoffentlich du auch, eine Liste gemacht mit verschiedenen Fanseiten, wo wir Top-Fan werden wollen. Ja. Das heißt, wir gehen jetzt auf irgendeine Fanseite oder auf zwei oder auf drei oder auf vier und kommentieren von diesen Fans ein, zwei Kommentare. Ja, wir kommentieren da einfach mit, damit wir Top-Fan werden. Für alle, die es nicht wissen, auf Facebook, wenn du zum Beispiel Tony Robbins suchst, dann hat Tony Robbins nicht eine Gruppe, sondern der ist eine Person des öffentlichen Lebens und dieser Seite von ihm kannst du folgen. Und auf dieser Seite werden Dinge gepostet. Dort kannst du kommentieren. Das machen wir jetzt auch 5 Minuten. Ja, also einmal Top-Fan werden bei Seiten kommentieren. Ich würde sagen, ich mache Musik wieder laut und let's go. Was bringt ein Top-Fan? Im besten Fall nochmal das Recording anschauen. Top-Fan bedeutet einfach, es Facebook lässt den Algorithmus viel mehr durchgehen, dass wenn du dich nachher mit Top-Fans connectest, sagt Facebook, ja klar, die haben eine Gemeinsamkeit. Somit werden deine Nachrichten bei der Person angezeigt. Ja, und genau, deswegen fällt es nachher einfacher zum Connecten.
disguises altruism like some kind of consciousness. I wake up screaming from dreaming. One day I'll watch as you're leaving, and life will lose all its meaning. Screams out, she's laughing up at us from hell. It's me, I am the problem. It's me, I am the problem. It's me, hi. Everybody agrees, it's me. First part is you're innocent, and all of this I was just calling quits. You were giving me all that I could need, I was missing it. Now I'm all alone going through a home. Who the fuck is Ava? Also Leute, ganz kurz, ich habe das Gefühl, Deutschland ist richtig in der Debris-Phase, ey. Das sind Hot Hits Deutschland und die heulen dann nur rum. And get high up, I know that I'ma die. Reaching for a lot that I don't really need at all. Never listen to replies, learned a lesson from the wise. You should never take advice from a nigga that ain't tried. So, also wir gehen jetzt gleich zum letzten To-Do. Was ich euch wirklich auch hier sagen kann: Ich habe gerade gesehen, dass Leute aus dem Team etwas gepostet haben, dass Leute, und ich denke so, wir sind noch bei dem anderen To-Do. Setz wirklich die To-Dos um und bleibe nur bei dem To-Do. Wenn du gerade das tust, dann tust du nicht währenddessen telefonieren, Sprachnachrichten, antworten, posten oder sonst irgendwas, sondern mach genau die To-Dos. Du wirst, das ist so ein bisschen wie Bitcoin kaufen. Dank mir später. Ja? Und ich habe auch hier, ne, beim Draufgucken gesehen, ah, der eine macht Sprachnachricht, der andere macht da. Ich habe sogar hier 2 Touchdown verpasst. Ja, die habe ich nicht mal gesehen, weil ich fokussiert dabei bin. Ja, deswegen da wirklich gucken, dass du fokussiert diese Aufgabe zumindest erledigst. Ja, kann ich dir wirklich nur ans Herz legen. Und dann, ey, diese Musik, da merkt man echt, Deutschland muss echt deprimiert sein, ey. Hot Hits Deutschland und dann hast du ja nur so Zeug, wo die Leute traurig sind. Vielleicht ein kleiner Tipp, um Top-Fan zu werden. Das müssen nicht immer Persönlichkeiten sein, weil ich habe immer das Gefühl, wir suchen nach so mega Persönlichkeiten, wo wir uns dann connecten können, nach berühmten Menschen. Wisst ihr, wo ich gerade war? Also für alle, die Football lieben und Football läuft eben gerade, ran. The Zone. Das sind Seiten, da reden die alle über Sport, über was passiert, wenn jetzt der Quarterback sich verletzt hat, kommt er nochmal zurück, drehen die dieses Spiel.
Hey, einfach bei jedem Kommentar mitschreiben. Es ist so einfach, dich zu connecten. Weil genau da ist er das. Ja. Deswegen, das müssen nicht immer berühmte Persönlichkeiten, das können Sender sein, Serien oder sonst, die haben auch Seiten. Ja. Weiß nicht, früher habe ich Berlin Tag und Nacht und so den ganzen Ramsch da. Die haben alle Safe-Seiten. Ja, deswegen könnt ihr auf jeden Fall machen. Oh, Helene Fischer, bin ich schon Top-Fan, ohne Top-Fan zu sein. So, ich würde sagen, wir gehen über zum letzten To-Do. Und das letzte To-Do ist einfach nochmal dieses Ring Around the Profile. Bedeutet, wir gehen jetzt auf Instagram. Dort suchen wir auch nach Seiten. Als Beispiel, ne, Run der Zone braucht er nicht nehmen, da bin ich. Ja. aber irgendwelche Seiten, irgendwelche berühmten Seiten, geht dort auf einen Post und da die Kommentare, da sucht ihr nach allen Leuten, die einen Kreis um ihr Profilbild haben, die haben nämlich eine Story und dann reagierst du auf deren Stories. Okay? Das machen wir jetzt noch bis 23 Uhr, sind 8 Minuten Zeit. Ich muss jetzt hier mal eine Happy List wenigstens machen, dass sie ein bisschen glücklicher wird. Viel Spaß! If someone told me that the world would end tonight, you could take all that I got for once, I wouldn't start a fight. You could have my liquor, take my dinner, take my fun, my birthday cake, my soul, my dog, take everything I love. But oh, one thing I'm never gonna do is throw. Oh, I just want.
a romper la disco, ven acá, mami. So, ihr Lieben, das war's für heute. Für alle, die regelmäßig Stories machen wollen, hier sind 50 Leute drauf. Ich hoffe, ihr habt von dem Call eine Story gemacht, weil einfachere Vorlagen, Team Call und der Call jetzt, sind schon zwei Stories. Wenn ihr drei Stories am Tag haben wollt, ey, das ist eine einfache Vorlage. Na, von dem her wünsche ich euch einen schönen Abend. Wir sehen uns morgen um 22 Uhr. Wieder hier, ich freue mich auf dein Reel, setz diese Aufgabe um, markiere mich darin, dass ich es wirklich sehe. Mit den Worten würde ich sagen, ciao, ciao.